Willkommen auf dem Kanal von Melbourne MTG. Heute mit einem ganz krassen Video. Neue Produkte von Wizards of the Coast. Nee, diesmal kein Magic. Wir öffnen Pokémon Booster. Noch nie Pokémon Booster geöffnet bis jetzt. Und zufällig an ein paar von den Packages gekommen. Und so machen wir mal ein spezielles Video. Alles weiter noch hinter. Bis gleich. So. Starten wir mal mit diesem. Was immer das ist. Blister Pack oder so. Was ist da drin? 3 Booster Packs. Und so ein Pin, Collector's Pin featuring the Legendary Pokémon. Bin echt kein Pokémon-Spezialist. Noch nie sowas geöffnet. Aber man weiß ja nicht, ob das gescheit sein kann, wie das ausschaut. Was haben wir da? 3 Booster. Einmal Sun and Moon, dann einmal Evolutions und einmal Steam Siege. Und einen coolen Pin. Meine Tochter wird sich darüber freuen. Ja, das ist ganz stylisch. Könnten es im Magic-Bereich ein bisschen öfter machen. Ich mache gleich den zweiten auf. Dann komme ich zum Öffnen. Also gut. Da haben wir nochmal 3 Booster, wieder die gleiche Aufteilung. Sun and Moon, Evolutions und Steam Siege. Und den Pin. Oh, sehr cool. So, dann fangen wir mal an. Ich habe keine Ahnung, wie die Reihenfolge ist. Wie viele Karten drin sind, was ein Rare ist. Ich weiß nicht, was mir die Karten noch vortut, das habe ich schon mal gesehen irgendwo, aber das lassen wir jetzt, weil wir eh keine Ahnung haben, was wir machen. Wenn wir schauen, okay, da unten gibt es ein Editionssymbol. Und wie man ein Rare sieht, im ersten Blick auf der Karte nicht wirklich. Aber wir schauen einmal das erste schnell durch. Da haben wir irgendwas in glänzend. Schaut ganz cool aus. Golduck. Und dann geht's weiter. Energy. Ich weiß ja übrigens nicht, wie man das Spiel spielt. Da gibt es einen Code, wer den braucht. Viel Spaß damit. Oder eine Trainerkarte. Irgendwelche Pokémon. Aber man sieht da wirklich nicht, welche die Rare und welche nicht Rare sind. Aber gut zu wissen. So. Schreibt es in die Comments rein, falls irgendwas super cooles dabei war und sie wer auskennt damit. Ich habe keine Ahnung, was da Gutes dabei sein könnte. Noch so ein Glitzerdings, ein Alolan Dugtrio und eine Glitzer Energy Karte. Schon 2 und noch eine nicht Glitzer Energy Karte. Was immer man mit dem macht. Und wieder ein Code. Einmal das gleiche, haben wir schon gehabt haben irgendwo. Und nochmal. Ein Trainer. So, jetzt kommen wir zu die Evolution. Ghastly. Diglett. Rattata. Charmander. Ups. Energy in anderer Farbe. Dann glitzeriges Energy. Ein Dudong. Da haben wir ein anderes Symbol. Aber auch irgendwie kein Hinweis auf Rare. Wie man das sieht. Und gibt es wieder einen Code. Dann Magma. Wieder eine Trainerkarte.
Hier kommt der Team Rocket, noch eine Trainerkarte und eben der Dudong. So, es geht weiter. Matchup, Nidoran, Ponita, wird sie die Maya freuen. Ups. Drowsy, ein glitzeriges Metapod. Anscheinend sind da immer glitzerige Karten dabei. Dann ein Slowbro EX. Ich glaube, das ist irgendwas Besonderes. Schaut irgendwie ganz cool aus. Nicht so wie die anderen. Ich habe da einen kompletten Mess gemacht mittlerweile. Und wieder irgendwas Code-mäßiges. Was auch immer man die Codes macht. Ein Poly irgendwas. Ein Trainer und noch ein Polygon. Gut, jetzt können wir so die Steam Siege Booster. Nidoran, Littletto, Sneasel, Marill, Yanma, wieder was Kitziges, ein Mentin, dann Spirit Dump, Tangrowth, Havluna, Lampent und wieder ein Code. Oh, das letzte Team, hier Booster. Ah, cool. Ein anderes Artwork vom Ponita. Mio. Litwick. Hobbip. Ein Dino. Ein Volcano. Glitzern. Das Feuerding schaut cool aus. Und ein Megiarna EX. Schaut irgendwas Spezielles wieder. Schaut auch cool aus vom Artwork. Dann ein Devot. Ein Azumarill, ein Persian und noch ein Code. So, mal die ersten. Jetzt haben wir noch so ein Special Mimikyu. Das sind wir bei Boosten. Und sein Pin. Diesmal ist das ein Pikachu. Wir haben Special Artwork. Dann haben wir, nein, es ist kein Pikachu, es ist ein Mimikyu, was immer das ist. Und dann haben wir die eine Codekarte wieder mal. Und Fat Tails Collide Sun Moon, okay. Da kommen wir Sun Moon. Chincho, Morlur. Schau irgendwas, Sony. Caterpie, das kenne ich. Sandy Guest, ein glitzeriges Tackles, Doofelwoofel, was auch immer. Parasect, Inga Energie wieder mal. Ein Sharia Book, Herdier, Steny und wieder eine Karte. So für Codes. Ja, wir können zwar die Codes was anfangen. Was man immer wieder machen kann. Psyduck. Ich glaube, kann mich erinnern, das ist die Ente, die man Kopf hat, oder? Bounce Sweet Lillipup. Dratini. Wingull. Irgendeine Trainerkarte mit dem Glitzerig. Stoutland. Energy. Pelipper. Ein Pokéball. Hypno und wieder eine Karte und der letzte Booster von dem, da haben wir drinnen Diglett, Lariva, irgendwas war da, Carbink, Burmy, Bronzor, ein glitzeriges Chinchino, schaut ganz cool aus mit dem Foiling, Marowak, Pupitar, Dewwong, Lodred und wieder ein Code. Bitte verzeiht mir, falls ich die Namen nicht ganz klar ausspreche, aber keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Ja, es geht zum letzten. Da ist die
ganz gewisse Karte dabei. Einmal der Kengish-Khan EX. Dann haben wir da Booster mit wiederum Code und eine Riesenkarte. Ein riesiger Kangaskhan. Und es geht weiter mit, was haben wir wieder, Evolution, Steam Siege und machen wir das da auf Breakpoint. Haben wir gerade noch ein paar Breakpoints das dabei gehabt? Pencham, Not Edge, was immer das heißt, Sings, Spritzy, ups, dann ein Glamo, ein glitzeriges Psyduck, ein Golduck, Dunsparce, Durant, Luxio und wieder ein Code. Evolution Pack. Onix. Staryu. Ah, der Pikachu. Den kenne ich ja. Den Dodoi. Nochmal die Ponita. Ein Duktrio in Glitzerig. Einmal das gleiche in Non-Glitzerig. Ein komisch zeichnendes Artwork von Beugern. Einmal Trainer. Und noch ein Polyville. Und wiederum ein Code. Das schaut cool aus. So ein richtiges 8-Bit-Artwork. Ein Dodo. Weedle. Matchup. Pikachu wieder. Magnemite. Ein Seal in Glitzerig. Eine Glitzerig Misty Trainer Karte. Ein Charmeleon, noch eine Trainerkarte, und wieder ein Code. Und das letzte Booster für heute, Steam Siege. Litwick, Hoppip, ein Daimon, Litleo, Newspass, ein Schäfchen Marieb in Foil. Dann Klingklang. Nidorino. Irgendeine Trainerkarte. Und dann noch ein Code. Und ein Rabidash. So. Sehr interessant. Wirklich keinerlei Ahnung, ob da irgendwas gescheites dabei war. Sollte irgendwer was Superes gesehen haben, bitte einen Kommentar hinterlassen. Und danke fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, bitte lasst ein Abo da. Falls euch das nicht gefallen hat, bitte bleibt beim Abo. Es wird nicht so oft Pokémon-Videos geben, außer es interessiert die Leute dann gerne. Dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.